Willkommen und zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civilization. Ich bin's, euer Odo. Und wir befinden uns im Krieg. Und zwar mit mehr oder weniger allen. Bis auf unseren Verbündeten, dem lieben Gandhi und dem Teddy Roosevelt. Ich weiß nicht genau, warum der mir nicht den Krieg erklärt hat. Das war der Einzige, der mich denunziert hat vorher. Vielleicht schützt mich das vor seinem Krieg. Vor seiner Kriegserklärung, was weiß ich. Die anderen haben in einer konzertierten Aktion mir alle gleichzeitig den Krieg erklärt, aber irgendwie sind sie zu doof, meine Städte anzugreifen. Zumindest schaut so aus, als wären sie zu doof, weil den ersten Onslaught habe ich bereits abgewehrt. Ein Haufen römische Legionen und andere Einheiten erledigt. Und ja, wir schauen mal. Ich habe vor, jetzt relativ bald in die Gegenoffensive nach Aquileia zu gehen. Richtung Aquileia zu gehen. Dafür werde ich wahrscheinlich nächste Runde eine Bombarde kaufen. Weil wir können hier nochmal Salpeter abbauen. Ja, meine Stadtstaaten sind volle Wäsche hinter mir. Wir töten hier brav Chinesen mit ihren Pikenieren. Nicht jetzt. Es gibt kaum vom Menschen geschaffene Dinge, die der Natur auch nur im geringsten gerecht werden. Aber ein Segelschiff tut das. Okay. So, plus eine Fortbewegung für gewasserte Einheiten finde ich gut. Und wir können jetzt Fregatten bauen. Mal schauen, ob ich unsere Karavellen aufrüsten kann. Nö. Wieso nicht? Was kann ich dann in eine Karavelle aufrüsten? Und warst du nicht derjenige, der... Nein. Okay. Hey, Pfeilhagel, plus 7 Fernkampf gegen Land- und Marineeinheiten. Finde ich gut. So. Und den kann man benennen. Revolutionsfunkler. Na. Nieder mit Rom. Wenn sie zwei Erweiterungen haben, kann man sie benennen. Ich finde das nett. Ah, ich kann meine Errungenschaft freigeschalten. So. Dann kann man den nicht angreifen. Sehr gut. Verdient. So, was ist mit dir? 46 gegen 42. Ha, und befördert sind wir auch worden. Finde ich gut. Gut, sollen wir mit euch weitergehen oder sollen wir euch stehen lassen? Huch, wo geht's denn da hin? Ah, nach Kamtschatka. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein Dorf, gell? Ist das ein Dorf? Ist das ein Dorf? Hihi. So, vielleicht sollten wir dann aber, bevor wir vorgehen zu dem Dorf, uns tatsächlich noch ausrasten. Oh, das Ding kann auf uns schießen. Ist natürlich problematisch. Na gut. Egal. Wir kaufen dieses Feld. Was? Du kannst nicht weitergehen? Ach Gott. So ein Käse. Blödes Vor. So.
In welche Richtung gehen wir denn? Ich habe schon gesagt, ich bin da oben aufräumen. So. Ah, wir können hier was blüten dann. Finde ich gut. Forschung. Tja, machen wir als nächstes Ballistik oder nach Industrialisierung sollen wir. Das sollen wir ein Heureka kriegen für einen Stadtstaat. Mist. Brauchen wir drei Werkstätten. Das schaffen wir ja nie. Wir haben ja, glaube ich, nur ein einziges Industriezentrum, oder? Wie sollen wir da drei Städte schaffen? Das haben wir. Nein, keine Industrie. Nein, das schaffen wir nicht. So, eine große Persönlichkeit. Was haben wir denn für eine? Einen Ingenieur. Ah, der moderne Ausschade. Ich habe gehofft, dass er Industrialisierung vielleicht schafft. Ein großer Ingenieur ist zu uns gekommen. Finde ich gut. Er ist bereit, alles daran zu setzen, unsere Infrastruktur zu verbessern. Dabei gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Doch sie alle können dabei helfen, unsere Städte zu verbessern. Gut. Finde ich gut. Leonardo, was kannst du? Löst ein Heureka für eine zufällige Technologie der Moderne aus. Werkstätten bieten plus ein Kultur. Ich finde, das ist ein bisschen lächerlich, was der kann. Aber gut, was. Wir haben für Chemie die Heureka gekriegt. Na, finde ich gut. Lieber wäre es mal für Industrialisierung gewesen, aber na gut. Gut, Ephesus. Da könnten wir ein Industriegebiet bauen. Finde ich gut. Da haben wir zwei, drei Minen gleich dabei. Mal abgesehen davon, dass es in der Wüste ist und damit eh nichts schadet. Ein Nachrichtenbeitrag hat vor kurzem enthüllt, China hat mit einem Ritt eine feindliche Weide geplündert. Was meine? Oh, es kommt Besuch. Bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Ritt ist zur Beförderung verfügbar. Ach, das ist gut. Machen wir den. Was ist das? Feindliche Spion entkommen. Ein feindlicher Spion einer unbekannten Zivilisation konnte nicht gefasst werden und ist aus eurer Stadt Athen entkommen. Pfoh. Arg. Finde ich nicht richtig. So. So.
Dieses Lager ist gut verteidigt. Auf jeden Fall zu gut für meine Pikeniere. Na gut. Wir werden dann auch daher gehen und mit dem gehen wir mal eins rüber. Plündern. Da sind mehrere Sachen drauf, deshalb finde ich gut. So, jetzt schauen wir mal, ob wir in Korinth nicht. Nein. Ob wir in Korinth nicht eine Bombarde kaufen können, finde ich gut. So, gut, Aquileia, hier kommen wir. Ja, der war schon dran. Und noch eine Runde. Hört sie auf, uns anzugreifen. Normalerweise greifen sie mit den Pferden meine Pikeniere an. Finde ich gut. Ja, klar. Schießt nur auf meine armen kleinen Süßlinge. Habt schon recht. Ich verstehe nur Freundschaft oder verbrannte Erde. Freundschaft oder verbrannte Erde. Na, schauen wir mal. Totaler Krieg. Was kann das? Erträge durch Plünderungen werden verdoppelt. Enteignung. Plus 50% Produktion für Siedler. Kosten für Landkauf um 20% reduziert. Na, schau was an. Plus 4 für großen General. Gut, nachdem wir ja jetzt einen Diplomaten, einen Ingenieur haben, ich weiß gar nicht, irgendjemand wollte doch einen Ingenieur, aber offensichtlich nicht mehr, können wir jetzt mal auf General gehen. So, schneller Dings produzieren. Ah, das können wir rausnehmen, glaube ich, weil die haben wir jetzt alle produziert, die wir produzieren wollten. Genau, wir haben zwei gemacht und die haben wir jetzt. So, dafür könnten wir aber das reingeben. Prozent Nachlass auf alle Einheitenverbesserungen. Können wir jetzt unsere Einheiten verbessern? Das weiß ich noch immer nicht. Echt schwierig zu sagen. Gehen wir das mal. Yep, sie steht. Gut.
kämpfen. Finde ich gut. Okay. Auf das Lager kann ich gar nicht schießen. Ha! Das zu dir, Einheit. So. Kann dann glaube ich noch nicht feuern. Aber nächste Runde dann. Okay, der hat sich schon bewegt, deswegen können wir das nicht machen. So, was ist das? Feindlicher Spion gefangen genommen. Ha! In der Stadt Athen wurde ein Spion des Ägyptischen Reiches während der Mission Mittelabschöpfen gefangen genommen. Echt arg. Das können die. So, Laventa hat mit Perikles Frieden geschlossen. Okay. Laventa ist offensichtlich nicht mehr Dings. Das chinesische Kaiserreich hat eure Händlereinheit geplündert. Plünderer. Tch. Elend. Ja, ich hab's da. Gut, bauen wir hier unsere nächste Stadt hin. Wieso nicht? Faserbus. So, kaufen wir mal ein paar Sachen. Zum Beispiel eine Wassermühle. Sicherheitshalber. Müssen sie ja nicht übertreiben. Kannst du denn eine Stadt angreifen mit einer Karawelle? Das ist eine gute Frage. Hey, und Gesandte, die wir versenden können, zwei Stück wieder. Das bedeutet aber... Baut eine heilige Stätte.
Was willst du? Bitte einen Ranger aus. So, schauen wir mal. Was haben denn die für souveräne Buenos Aires? Hat Peter. Na gut. Hongkong hat den. Naja, eh klar. Gandhi ist mir wurscht. Die sind alle bei mir. Laventa hat keinen Souverän. Puh, ah, die zwei haben jeweils 8. Bist du irre? Sol hat Gandhi. Sansibar. Sansibar hätte ich wirklich gern. Wenn ich 2 mache, dann sind sie nicht mehr der Souverän und sie führen nicht mehr Krieg gegen mich. Und damit haben wir Frieden mit Zanzibar wieder. Leider haben wir es nicht geschafft, sie gleich zu bekehren auf unsere Seite, aber das kommt vielleicht noch. So, was machen wir als nächstes? Was können wir noch lernen? Urbanisierung und Naturschutz. Und Naturschutz? Naturforscher, schau dir was an. Vielleicht 3 Gesandte ermöglicht den Bau von Nationalparks und den Kauf von Naturforschern mit Glauben. Aber ja, machen wir doch das. Schieß nur auf die, hast schon recht. Du Kröte. Es wird aber nichts helfen. Okay, wir haben einen Bonus für Wirtschaftswesen gekriegt. Finde ich gut. Was ist das? Genghis Khan, bist du irre? Finde ich das aber schön. Und das war mal Genghis Khan. Ha! Das ist ja cool. Der ist ziemlich dämlich. Wie kann man nur den General alleine rumrennen lassen? Das produziert nicht genügend Nahrung. Hergebaut einfach so. Finde ich nicht gut. So, schauen wir mal. Nein,
einmal dran nehmen. Das soll da näher rangehen. Und auch noch schießen. So, die schicken wir nach Rom. Rom, 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 Rom. Rom, Rom, Rom. So, da können wir verschiedene Sachen machen. Ah, verstehe. Der zeigt mir nur, was man nachher da machen kann. Technikbonus stehlen, Mittel abschöpfen. Hochposten. Ah. Verstehe. Ah, die Quadrimäre können wir verbessern. Na, dann machen wir das doch gleich. Zu einer Fregatte. Und du plünderst den Handelsweg. Finde ich auch gut. Gut, was machen wir mit dir? Ich würde dich ganz gerne ins Wasser schicken. Da unten gibt es noch Sachen, die wir verbessern können. Ah, weißt du, was wir mit dir machen? Die schicken wir da rüber. Diese Perlen brauchen unbedingt jemanden, der sie ausgräbt. Platsch. Na, Gott sei Dank haben wir uns die Fregatte schon aufgerüstet. Woher nimmt er das Panzerschiff? Wieso kann ich das noch nicht? Das muss noch besser sein als ich. Gut. Athen. Was brauchen wir in Athen als nächstes? Noch einen Händler. Einen Archäologen. Ich will einen Archäologen. So, Korinth. Ist irgendwelche Boni auf Truppen bauen. Warte mal. Kavallerie. Interessant. Was hältst du davon, wenn ich dir statt dem das gebe? Für das, dass du mich denunziert hast, bist du eh recht friedlich. Ah, verdammt, ist eh klar, dass er dich angreift. War abzusehen. Schießt
schießt er nicht auf meine Dings, auf meine Kanone? Bist du wahnsinnig? So, machen wir mal den Stadtfernkampf. Wow. Das macht ganz schön Rums. Irgendjemand können wir verbessern. Dich. Aber ich würde fast vorschlagen. Wir machen das dann fertig. Noch jemanden können wir verbessern. Achso, ja. So, Quellen erhalten. Euer Agent Gregorius hat Informanten im Inneren der Stadtverwaltung von Guangzhou gefunden. Neue Spione dieser Stadt werden 24 Stunden lang um 2 Stunden Stufen verbessert. Ah. Das Problem ist. Produktion sabotieren. Plündert alle Gebäude im Industriegebiet. Finde ich gut. So. Ah, Laventa hat uns wieder den Krieg erklärt. Kann man nichts machen. Mhm. So, Verteidigung ist weg. Den zweiten Bezirkteil auch noch abdrehen. Nö, du bleibst da, wo du bist. Du bist nicht an. Schießen. Finde ich gut. Gut, Pferd. Willst du hier rum? Oder in die Haupt- oder in die Stadt gehen? Ich glaube, ich sicher, du gehst da in die Stadt, um dich auszuruhen. Gut, an dieser Stelle, Herrschaften, werden wir für heute wieder Schluss machen. Wir geben noch Geld in Faserloss aus. Dann kaufen wir jetzt noch zum Beispiel einen Moment, damit wir schneller an die Perlen kommen. 2 Runden bis zur Ausdehnung, da finde ich gut. Ja, und das war's dann schon wieder. Herrschaften, einen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.